Okay. Bum, bum. Oh, der krabbelt noch. Oh, wie sein Arm hängt, Alter. Bingo. Was hat der? Nur Befestigungsmaterial. Postbote nicht hier. Kofferraum des Kasten, Wagenschlüssel des Kabeltypen erforderlich. Kabeltypen, Postboten. Entschuldigung, ich suche. Einige Fahrzeuge sind alarmgesichert. Bei Beschädigung wird lauter Sicherungsalarm ausgelöst bis Zombies in der Nähe. Entferne die Batterie des Autos, um den Alarm zu deaktivieren. Okay. Habe ich entfernt? Aber klauen können wir trotzdem nichts, ne? Okay, Kofferraum. Waren hier gerade nicht noch welche? Aha. Sammeln wir die mal hier? Noch ein Polizei. Gotta find another way. Ah, verdammt. Sackgasse, wir müssen einen anderen Weg finden. Aber egal, ich wollte erst da hinten gucken. Müssen wir jetzt dadurch? Wahrscheinlich. Ja, dadurch. Warte mal. Hm. Ich hab nichts zum Entzünden, aber egal. Schmeißen wir die Batterie. Ah, doch, die Batterie entzündet das. Yes! Weil die Batterie auch explodiert. Verstehe, verstehe. Oh, das ist clever. Take a shortcut through here. Ja. Habt ihr was verloren? Ah, hier gibt es noch mehr Batterien. Das scheint ja hier so eine Party-Area zu sein. Dann müssen wir da durch, um da hinzukommen. Ich wollte aber vorher... Ah, guck mal, hier brauchen wir auch noch eine Sicherung. Sicherungskasten. Ich wollte erst mal da hinten gucken, obwohl das, glaube ich, derselbe Weg ist, den ich gerade gehen wollte. Nämlich dieser hier. Ja, genau. Mit dem Elektriker hier. Da müssen wir durch. Ich guck erstmal außen. Vielleicht finden wir noch den Elektriker und den Postboten. Ey, komplett abgefressen. Hier war wohl irgendeine TV-Show. Oh, okay. Alle aufgegessen. Nur noch Knochen und Gedärme. Medikit, sehr gut. Ein paar liegen ja doch davon hier rum.
That's the checkpoint leading to the Halperin Hotel. Ah, okay. Oh, da können wir rein. Holla! Jetzt mal gucken, was hier noch so gibt. Auf jeden Fall alles sehr, sehr beeindruckend. Hier können wir auch runter. Tastenfeld, Schlüsselkarte erforderlich. Okay. Das heißt, wir kommen da auf jeden Fall durchs Fenster rein. Und auch sonst kommen wir hier nicht. Ja gut, ich könnte da drüber springen. Das wird wahrscheinlich klappen. Aber ich würde sagen, ich springe mal ins Fenster rein. Können wir so einen Stealth-Angriff machen? Oh, alles klar, Alter. Er soll erstmal kommen. Da gucke ich gleich noch. Da steht einer vor der Tür. Einer kommt so langsam hoch. Okay. Da fliegt er. Ein Glück ist hier zu. Oh, was gibt's denn hier? Noch mehr Amazon-Pakete. Oh, warum kann ich... warum kann ich nicht mit dem Regenschirm kämpfen? Ich will so einen Regenschirm haben. Als Waffe. Ist jetzt Ruhe hier? Nehme ich. Apology Script. Ich bin allein im Haus. Es ist 1 Uhr nachts. Und ich wollte einfach nur sagen, es tut mir leid zu all meinen Fans. Ich bin, dass ich euch enttäuscht habe, aber ich muss meine Sponsoren importantly, my sponsors. Ich werde es nicht mal mich besser benehmen. Hier weinen für Sympathie. Das ist nicht scripted, das kommt von meinem Herzen. Bitte nimmt die Evakuierung, die Fluchtsituation, nimmt die Flucht ernsthaft. Es war ein Fehler. Ich hätte keinen Witz darüber machen sollen. Love you all. Wohnt hier ein Influencer? Wahrscheinlich schon. Okay, nice. Wie wir hier auch einfach alles... ist er das? Oder haben wir den fertig gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So. Wir können runter... Wir müssen die Keycard finden, schätze ich mal. Dann kommen wir auch hier durch oder hier raus oder so. Weil wir brauchen überall die Keycard hier. Oh, hier geht's ab. Er ist Streamer. Ja, das ist ja geil. Million-Dollar-Streamer. Jetzt Ruhe hier. Boah, muss mir erstmal das Setup angucken. Brauche ich alles nicht. Den YouTuber kenne ich gar nicht. Oh. Ziegenstall-Schlüsselkarte. Ziegenstall. Welcher Ziegenstall? Okay, whatever. Also den würde ich ja definitiv abonnieren. So, abonnieren, YouTuber abonnieren, ist nämlich echt cool. Kann ich nur empfehlen. Ja, komm mal rein.
Okay, so kommen wir raus. Oh, da geht ja richtig was ab, ey. Erstmal gucken, was du noch so für Stuff hast, Alter. Da war noch was. Brocks Safe-Schlüssel erforderlich. Dann müssen wir Brock finden. Aber wo ist Brock? Hier, guck mal. Presented to Poseidon and the Spartan for reaching 10 million Squimas. 1 million Squimas. Ist wahrscheinlich das YouTube von hier. Nice. Kommen wir jetzt hier durch? Alles klar. Ach so, das ist der Ausgang. Okay. Das heißt, die können wir auch reinlassen. Hier, komm mal rein. Schätzchen. Ich will sie reinlassen und dann sowas. Ja, hallo. Tür. Ja, Tür ist auf. Ja, freu dich. Komm in meine Arme. Ja, schön. Oh, tut mir leid. Du hast so lange gewartet, hier reinzukommen. Und dann sowas. Dann enttäusche ich dich einfach nur hart. Okay, was haben wir denn hier? Ziegenstall Hauptschlüssel erforderlich. Wir haben den Ziegenstall. Das heißt hier Ziegenstall oder was? Okay, also wahrscheinlich muss ich den Hauptschlüssel noch woanders finden. Elektrisierende Persönlichkeit. Sehr schön. Das Pizza-Ding ist ja endgeil. Kann ich das ins Wasser schieben? Oh. Es muss noch irgendwo einen anderen Zugang geben hier in dieser Villa. Ja, hier würde ich runterkommen. Ich komme auch unten runter. Oh, unten war ich noch gar nicht, oder? Ah, ist die Küche. Wofür braucht man 4 Backöfen? Scharfkantiges. Noch mehr Awards hier. Goat Pen. Slay it. Staked out in the Goat Pen. Vielleicht leben hier mehrere. Das ist das YouTuber-Haus. Ja, das hatten wir doch schon mal. Bargeld, okay. Medikit, okay. Ich hätte die Alarmanlage ausstellen müssen. Ist aber keiner gekommen. Glück gehabt. Ziegenstall Hauptschlüssel erforderlich. Aber den muss es ja auch irgendwo geben. Okay, hier gibt's Wein. Aua. Wein in Fässern. Mehr gibt's hier nicht. Hier muss es doch auch was geben. Hier muss es doch was Cooles geben. Wenn das schon mit einer Alarmanlage geschützt ist, oder? Bin ich blind schon wieder? Ich sehe nichts. Goat Pen. Ja, es sind tatsächlich verschiedene. Oh, Skateboards. Nice. Kann er drauf und rutscht aus? Nee, er stolpert einfach nur drüber.
kriegen wir aber auch nicht mehr. Oh, Geld noch. Das sind wirklich mehrere Streamer, YouTuber hier, whatever, die ihren ganzen Scheiß hier öffnen. 1000 Pakete fürs Unboxing, du. Alter. Ah, Pool Party. Ein Fitnessraum. Aber ich mache erstmal die hier draußen fertig. Ab ins Wasser mit dir. Schade, dass man damit nicht mehr irgendwie fertig macht. Aber Wasser gut, ne? War's das? War's das. Ihr seid soweit tot, ne? Alles klar, alles klar. Da kommen wir nicht rein. Nur von der anderen Seite zu öffnen. Oder so. Was? Gestrandet im Ziegenstall, Folge 98. Untertitel, Transkript, Abschnitt 05. Brock, also reden wir jetzt über ein neues Spielzeug oder was? Was? Scope? Sei kein Idiot, Brock. Scope ist viel mehr als nur ein Spielzeug. Und schon geht's los. Scope ist eine topmoderne Assistentin. Sie macht alles, was du ihr sagst. Sowas wie eine Erweiterung von dir selbst, die dir das Leben leichter macht. Vollständig anpassbare Stimmausgabe. Die Welt in deiner Hand, ohne dass du die Hände benutzen musst. Sie holt die Zukunft in die Gegenwart, Brock. Okay. Das ist also seine Sicht der Dinge. Und hier kommt meine, Jamie. Die ist gruselig. Jamie lacht. Du bist so ein verdammter Boomer, Alter. Aber die ist gruselig. Die hört dir zu, Mann. Ja, das ist der Sinn der Sache. Du fragst sie was und sie sagt dir, was du wissen willst. Nein, das tut sie nicht. Aber sowas von nicht. Die versteht praktisch nie, was ich sie frage. Heute zum Beispiel, da sagt sie zu mir, meinst du raus nach Lissabon? Wenn du möchtest, stelle ich sofort ein Reisepaket zusammen, sodass du LA verlassen kannst. Lissabon? Lissabon? Ja, das ist dann Europa, glaube ich. Ja, schon klar. Aber was wolltest du wirklich sagen, anstatt raus nach Lissabon? Versaute Lesben, was denn sonst? Was? Lachen, lachen, was? Bei mir weiß Scope schon, was ich will, bevor ich überhaupt frage. Sie hat nur ihre Probleme mit unanständigen Gemütern. Okay, okay. Genug Schleichwerbung für OSK, du Fanboy. Wenden wir uns mal unserem tatsächlichen Sponsor für heute zu. Ach ja, Energy Drink. Aber hier muss doch... Dieses krasse Geräusch wirst du nicht glauben. Einsammeln. Ah, okay. Podcast. Hey, what's up, Goaties? Hey, what's up? Watch this. Episode number 100. Can you believe it? It's insane. How did we get here? No idea. Ask our Goaties. What I actually want to ask guys. Goaties. Have you guys been on that new urban rumor thing? What rumor thing? Oh, check this. Brain eaters. Yeah, right. Sounds like they've got yours already, dude. Oh, come on. Hear me out. So I was at the bar. Dude, you right? Fucking brain eater! Shut up! Oh my god! Aufnahme bricht ab. Ja, geil. Hier kommen wir runter, ne? Da ist noch ein Greenscreen. Wir gucken mal. Aber wir müssen noch den Hauptschlüssel irgendwo finden. Und diese ganze andere Scheiß. Ja, das war ja jetzt nicht so gut. Da unten ist ein Catering oder so. Oh, Geld. Energy. Ah, guck mal, hier können wir überall runter. Da will ich aber runter. Ich will noch mal eben gucken, war ich da hinten schon? Ah ja, hier ist der Fitnessroom. Oh, ist das schrecklich. Machete. Nice, da müssen wir erst was, wir müssen was wegschmeißen.
Können wir das wegschmeißen? Wählen, Schaden. Wie schmeißen wir die weg? Hä? Hat er jetzt doch genommen? Sieht so aus, ne? Da ist die Machete. Ist aber keine besondere Machete. Wie diese hier. Hi. Schade. Ach, wir waren zu spät. Oh. Habe ich mein Schwert wieder genommen? Ich glaube schon. Oh, Verbandskasten. Sehr nice. Scharfe Sachen. Spray, da geht's noch runter. Schrott, was gibt's hier noch Schönes? Okay, mehr gibt's hier nicht. Irgendwo muss doch den Hauptschlüssel geben. Weil wir kommen nicht in alle Bereiche rein. Irgendwas fehlt. Da geht's auch noch runter. Hallo. Oh, hier gibt's eine Bar. Wie geil ist das denn? Ich brauche keinen Proteinriegel. Folgen wir mal dem Blut. Oh, Kühltasche, Kleber, sehr gut. Erste-Hilfe-Pack brauchen wir aber nicht. Gaming Room. Alter, ist das krass hier. Da liegt was auf dem Tisch. Ich hab's gesehen. Warum leuchten die? Können wir was spielen? Inside Coin. Eine Süßigkeitenbar haben die hier auch. Das ist ja der Wahnsinn. Hey Bro. Wie geht's dir? Hast du schon ein Loch im Bauch? Soll ich was zu essen bestellen? Ah. Ich muss doch diese scheiß Karte hier irgendwo finden. Okay, da hängt einer ab. Laute Geräusche interessiert die überhaupt nicht. Bleib liegen, Junge. Guck mal hier. Ein Roulette-Tisch. Ich überlege gerade, können wir bei Karten noch was einsetzen? Ne, da haben wir noch keinen neuen Slot, ne? Okay. Guck mal hier, Bierpong. Rannt hier auch noch einer rum? Da hinten, glaube ich. Da. Oh! Oh, da will ich volle Neune machen. Ist der tot? Jetzt ist der tot. Warte, kann ich die? Ah, pass mal auf, pass mal auf. Ich will was ausprobieren. Ich will was ausprobieren. Erstmal nehme ich hier den Scheiß mit. Geld nimmt er mal automatisch mit. Ach, schade. Dann versuche ich es einfach mal so. Ach, schade. Wieder gibt's nichts für. Kein Achievement. Ach.
Es war so eine tolle Idee. Wie Fußball. Na gut, vergessen wir es. Okay, also hier gibt es nichts mehr. Hoppa. Wie sieht es hier draußen aus? Team Alpha, Team Beta. Was? Fruit Ninja. Gespeichert, Bargeld, okay. Hm. Ach, nur rote Farbe, guck mal, was ein Glück. Das ist alles so liebevoll gestaltet, ey. Da geht's anscheinend wieder raus, da ist die Straße, da müssen wir raus, okay. Das juckt den gar nicht. Was soll ich denn noch? Ich habe noch den schönen Golfschläger. Bzz, 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 bzz. Sehr schön. Okay. Ich wollte hier bei dem Greenscreen noch gucken. Aber ich habe keine Ahnung, wo man hier die Karte findet. Hat ja im Sandstudio. Das ist schon cool. Dieses Wabbelding. Alter. Glitch nicht. Wir können nicht drauf springen. Okay, ich hab doch alles abgesucht, aber wir brauchen noch diese Karte. Dankeschön. Wo war denn der Eingang? Der war oben. Wir müssen nach oben. Ziegenstall Hauptschlüssel. Da liegt nämlich auch ein Plan. Wo kriegen wir den Zugangscode? Warte mal, vielleicht ging's hier, gab's noch einen anderen Eingang außen irgendwo. Lass dich nicht stören, Bro. Kommt er jetzt? Nee, da kommen wir nicht rein. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwo Räume, wo wir reinkommen. Ich finde es übrigens auch sehr geil mit den Vögeln, die hier wirklich durch die Luft fliegen. Das ist grafisch so gut gemacht. Ne, da kann man nur runter. Also, da war noch was. Was? Schilderpfosten. Dein Inventar, du kannst keine weiteren Waffen. Verschrotte ein paar, um Platz zu schaffen, oder such einen Händler. Ja, okay. Das können wir zum Beispiel nicht mehr nehmen. Gehen wir nochmal hier gucken. Warte mal. Okay. Hier kommen wir rein. Das ist das Hauptding. Alles klar. Das ist cool. Hallo. Ich muss erst hier ein bisschen... Der unkaputtbare Spiegel. Ah, dann gibt es hier sicherlich die Karte. Und hier gibt es den Bauplan. Gewichtigkeit.
Was macht der? Kraft, Schaden, Haltbarkeit und Kraft. Angriffsgeschwindigkeit. Gewichtigkeit, okay. Erhöht die Kraft, verringert dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Aha. Nur ein Streich. It's just a prank, bro. Zombies Aufzeichnung gesammelt. Okay. Oh mein Gott, lass das. Marissa, bitte lass mich rein. Mal sehen. Deine Zugriffsberechtigung wurde geprüft und abgelehnt. Lass sie in Ruhe, Noff. Ich packe ja so viel zusammen wie möglich, aber uns läuft die Zeit davon. Lass sie einfach. Rette dich selbst. Ich liebe dich, Lemao. Das Skript liegt von mir höchstens ein B. Tau. Dumpfbacke steht überall in den sozialen Medien. Versuch mal ein Feed zu lesen, der nicht von dir ist. Oh, schon klar. Als wäre alles wahr, was dort steht. Wenn du schon anklopfst, dann bleib bitte im Rhythmus. Du vermiesst mir echt die Stimmung. Ich würg dich ab in 3, 2, 1. Nein, ich flehe dich an, bitte nicht. Oh, weil die Zombies das hören können, richtig? Keine Ahnung, vielleicht haben die eine Schwäche für Cathy Cloud. Dann jedenfalls sicher. Dan ist tot, Ma. Jamie, Brock und Troy auch, falls dich das interessiert. Dan sah wirklich ziemlich tot aus, als ich ihn vorhin mit einem Stock angestumpst habe. Ich wusste gar nicht, dass er so ein Händchen für SFX-Make-up hat. Man darf ihn aber nicht zu sehr loben. Der Typ ist ohnehin schon total eingebildet. Tau, scheiße, es klingelt an der Tür. Habt ihr jemanden eingeladen oder was? Der Pool-Typ? Kannst du ihm sagen, dass er gehen kann? Falscher Alarm. Mach das doch selber. Du hast uns den Fluchtweg versaut. Streich das. Warum sollte ich auf einmal kostenlosen Service verzichten, lol? Wir müssen den Hinterausgang nehmen, Noff. Und wir müssen jetzt gehen. Kommst du? Weißt du was, Marissa? Trotz allem, was passiert ist, will ich dich nicht hier zurücklassen. Zwing mich nicht. Ha, netter Versuch. Sorry, aber such dir jemand anderen für diesen dämlichen Videostreich. Okay, mach ich mal. Weißt du, wenn Dan nicht so verdammt beschäftigt damit wäre, tot zu sein, würde ich ihn sofort in die Show holen. Wir könnten dann was zum Thema Zombie-Make-up machen. Der Content würde bestimmt gut ankommen. Bye, Marissa. Sei nett zu den Zombies. Okay, hier gibt es noch ein Mikrofon. Und was gibt's hier noch? Scharfkantiges. Ach, die macht Make-up-Tutorials. Nur von der anderen Seite zu öffnen. What? Wie kommen wir denn jetzt da rein? Miauen, Leckgeräusche, Zombie-Stöhnen. Gibt's diesen dämlichen Ziegenstallschlüssel? Von der anderen Seite. Vielleicht gibt's da sonst noch Glastüren, die wir irgendwie durchbrechen können. Was? Die Katze? Die sie so oft gefuttert hat? Also wir kamen über den Balkon hier hin. Wahrscheinlich gibt's dann... Der kommt nicht hin. Ja, du kommst nicht hin, ne? Ah, okay. Also ich komme hier so auch erstmal nicht raus, ne? Wie kommen wir da auf die andere Seite? Wahrscheinlich brauchen wir wirklich diesen Schlüssel. Aber wo könnte der sein? Ich weiß es nicht. Oh, was? Willst du mich verarschen? Der stirbt, wenn er da runterfällt? Nee, das war das Make-up-Zimmer, oder? Aber da hinten geht's auch noch irgendwie rein. Wie kommt man denn da hin? Warte mal, weiter in die Richtung, hier rein. Wie kommt man da oben? Wie kommt man durch diese Tür von der anderen Seite abgeschlossen? Irgendwie hier drunter oder so. Oh, hier vielleicht. Ne, hier sind wir doch rein.
verstehe es nicht, wie wir da hinkommen. Oder irgendwie da hinten durch die Fenster, keine Ahnung. Ab ins Wasser. Jo. Das ist so cool, dass man diese Orte eigentlich super noch durchsuchen kann. Aber hier waren wir jetzt überall schon. Oha, ist ein großer, hat so einen. Oha. Alter, ey, zwei Schläge von denen, du bist Matsche. Das ist schon echt hart. Das ist die Rache. Viel zu viele Influencer hier. Alter! Was ist denn hier los? Ach, der. Ja, Fallschaden. Scheiße, ich vergesse es immer. Oh, der fällt auch runter. Okay, da müssen wir raus. Da können wir auch noch rein. Zugangskarte. Ah, wollten die vielleicht abhauen? Kriegen wir dann vielleicht die Zugangskarte von da? Da sind wir jetzt. Hier brauchen wir noch eine Sicherung. Und da ist zu. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch das Tor, ne? Ich stelle mal eben hier ab. Ja, das Wasser muss erst trocknen. Mal gucken, es müsste eigentlich auch irgendwann trocknen. Ach, die Verbindung musste hergestellt werden. Hier zwischen dem und dem. Okay. Oder? Au, au, ja. Wahrscheinlich damit wir das aktivieren können. Also galt das wahrscheinlich als aktiviert. Boah, ich liebe Golf. Ein wunderbarer Morgen für Golf. Hat er schon tot. Ach, ich habe keine Ahnung, wo man diese Sicherung finden soll. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Back on track for the Halperin Hotel. Okay, wir sind wieder zurück auf dem Weg. Ich hoffe, wir können auch wieder zurückkommen, weil ich würde gerne die... Ich würde einerseits ein bisschen die Story gerne vorantreiben, andererseits würde ich gerne ein bisschen weitergehen. Ah, guck mal, so kommen wir hier zurück. Und mich noch ein bisschen hier umsehen. Gib mir den Riegel.
Habt ihr aber auch hier gegessen, wa? Zack. Oh, direkt den Popo zerstückelt. Ich weiß echt nicht, wie das mit dem... Oh, fuck, Alter. Jo, sehr schön. Ich bin gleich tot. Die sind echt scheiße. Scheiße, mit der Zeit verschleißen deine Waffen. Ja, ich brauche wieder. Ich brauche wieder eine. Eine Werkbank. Sehr schön. Ah, und wir werden eigentlich von der anderen Seite gekommen. Und da geht's dann weiter. Beyond this point. Halperin Hotel Evakuierungszone. Okay, alles klar. Gut, ich gehe nochmal eben in die Richtung. Oh, kommen wir in den Bus? Medikit. Okay, sollten wir vielleicht nehmen. Mit das. Schluck auf. Bro. Was können wir eigentlich mit dieser Fleischbombe machen? Ich teste das einfach mal. Ah, das lenkt die ab. Alles klar. Bam. Sorry. Da kommen wir nicht rein. Oder doch, hier? Ah. Ah, das war die, das war die Creator, die YouTuber-Villa da, ne? Hier atmen noch irgendwas schwer, oder? Okay. Gut, gut. Na, hier geht's dann auch nicht mehr weiter. Okay. Au, au, au. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wieder zurückkommen. Deswegen würde ich sagen, lass mir den erstmal in Ruhe. Und gehen in den nächsten Bereich. Ich denke mal, er wird es auch sagen, dass wir da durch müssen. Zum Zielort Halperin Hotel. Okay, gehen wir hin. Statuseffekte benötigen wir jetzt. Okay. Kontaktiere die Behörden im Halperin Hotel. Alles klar. Können wir wieder zurück zum Zielort Bel Air. Alles klar, können wir machen. Das heißt, wir verpassen nichts, was da ist. Wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ich freue mich, das Spiel macht wahnsinnig viel Spaß. Mir, ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Könnt ihr ja mal gerne schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao.